Herzlich willkommen zu Wetter und Gesundheit in Rheinland-Pfalz. Nach der anfangs turbulenten, teilweise auch nassen Woche hat sich das Wetter jetzt deutlich beruhigt. Mit etwas trockenerer Luft und leichter Abkühlung sogar am Wochenende, aber dennoch sommerlich. Am wärmsten heute, vor allen Dingen an der Saar und in der Vorderpfalz mit 27 Grad. Und auch die Nächte werden in den nächsten Tagen noch sehr angenehm bleiben. Allerdings ist die Sonnenbrandgefahr hoch und dazu kommen wir dann gleich nochmal. Auch morgen sonnig und trocken mit höchsten Temperaturen von 27 bis 30 oder 31 Grad. In den Hochlagen um 26. Dazu weht ein schwacher Ostwind. Ähnliche Temperaturen am Dienstag. Am längsten sonnig im Süden. Von Norden ziehen dichtere Wolkenfelder herein, die aber kaum Regen bringen werden. Auch Mittwoch nur harmlose Schönwetterwolken, ein paar Schleierwolken, aber sonst viel Sonnenschein. Es wird noch wärmer, 28 bis 33 Grad und der Wind dreht auf Süd. Abkühlung nachts dann nur noch auf 20 bis 16 Grad, in der Eifel 13. Auch unsere Fußballer in München werden sich Dienstag keine nassen Füße holen, aber eine Abkühlung schon gebrauchen können. Bei so viel Sonne werfen wir einen Blick auf den UV-Index. Im Südwesten, in den kräftig rot eingefärbten Gebieten, ist die gesundheitliche Gefährdung durch Sonnenstrahlung sehr hoch. Dazu gehört auch Rheinland-Pfalz. Und das wird in den nächsten Tagen ähnlich aussehen. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt bei dieser starken Sonnenstrahlung, die Sonne auf jeden Fall zwischen 11 und 16 Uhr zu meiden, sich gut einzucremen, einen Sonnenhut und eine Sonnenbrille zu tragen und auch entsprechend Sonnenschutzkleidung. Weitere nützliche Tipps zur Hitze bekommen Sie gleich von Dr. Gerhard. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Liebe Inge, vielen Dank für deine guten Aussichten. Wir müssen uns heute mit Hitzeschäden müssen wir uns beschäftigen, weil es kommt ja so eine Hitzewelle auf uns zu. Fangen wir mal ganz harmlos an. Wenn wir uns jetzt längere Zeit in der Hitze aufhalten, Wärme aufhalten, vergessen zu trinken, vergessen eine Kopfbedeckung zu tragen, gerade Menschen, Männer mit meiner Frisur, die sollten besonders eine Kopfbedeckung tragen. Kinder natürlich auch, haben ja oft auch noch wenig Haar oder schütteres Haar. Dann kann Folgendes passieren: Dann können wir am Anfang noch gut schwitzen. Wir verlieren durch dieses Schwitzen verlieren wir Flüssigkeit und Elektrolyte. Elektrolyte, das ist das, was im Mineralwasser drin ist, also Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium, Chlorid. Und dann kann es zu einer Hitzeerschöpfung kommen. Die Haut, die ist dann meistens noch feucht, die ist blass und kühl bei der Hitzeerschöpfung. Muss man auseinanderhalten und Schwitzen funktioniert also noch ganz gut, das sieht noch ganz gut aus. Und man muss dann, das gilt bei allem, was ich jetzt sage, die Leute sofort in den Schatten legen oder an einen kühlen Ort, klimatisierten Raum geht auch, Kopf etwas erhöht, Beine vielleicht etwas hoch, muss aber nicht sein. Einfach nur hinlegen, Kopf etwas erhöht und dann eben abkühlen mit feuchten Tüchern, die kann man auf dem Kopf legen. Das ist dann besonders beim Sonnenstich der Fall. Komme ich aber gleich noch drauf. Hitzeerschöpfung. Diese Hitzeerschöpfung, die kann übergehen in den Hitzschlag. Dann verändert sich die Haut, die wird fühlbar trockener, sie wird rot und heiß. Und auch die Temperatur kommt dann dazu. Also erhöhte Körpertemperatur, beim Sonnenstich richtig hohes Fieber. Also es ist so eine Steigerung, ja, von der Hitzeerschöpfung zum Hitzschlag. Hitzschlag ist dann schon etwas gefährlicher, muss man oft auch den Notarzt verständigen. Man muss versuchen, die Leute wach zu halten. Sie sind hoffentlich noch bei Bewusstsein, dann kann man ihnen etwas zu trinken anbieten, gerade Mineralwasser. Bei der Hitzeerschöpfung, dann wird die Flüssigkeit ersetzt und die Elektrolyte werden ersetzt. Wenn man kein Mineralwasser hat, kann man auch einfach ein Glas Wasser nehmen und etwas Salz dazu tun. Mineralwasser ist natürlich noch am besten. Und auch hier wieder Kleidung lockern, Krawatte lösen, ja, Hemd aufmachen, Kleidungsstücke ausziehen, in Schatten legen und eben kühlen, kühlen, kühlen. So, wenn jetzt jemand einen Sonnenstich hat, das ist dann wieder was anderes. Das passiert meistens durch Sonnenbestrahlung ohne Kopfbedeckung.
Dann kommt auch so ein heißer Kopf dazu. Es kommt dadurch, dass durch die Schädeldecke, wenn da keine Haare sind oder bei Kindern ganz wenig Haare sind, schütteres Haar ist, dass da die Schädeldecke gereizt wird und darunter liegen die Hirnhäute, also eine Hirnhautreizung. Menschen haben dann oft Nackenschmerzen, Nackensteifigkeit und es tritt Fieber auf, Übelkeit und Schwindel. Dann auch wieder in den Schatten verlegen, in den kühlen Raum verlegen, Kopf etwas hoch, kühle Tücher auf die Stirn legen und meistens muss auch dann der Arzt verständigt werden. Also Hitzeerschöpfung, Steigerung ist der Hitzschlag. Und wenn nur der Kopf betroffen ist, ist aber selten, aber ich sage es nur, dann kommt noch der Sonnenstich hinzu. Kritisch wird es, wenn die Hautschweißproduktion nachlässt, die Haut trockener wird und heißer wird, der Kopf rot wird. Also die Maßnahmen sind dann zu ergreifen. Hitzerschöpfung kriegen Sie meistens selbst hin. Wenn es zum Hitzschlag oder zum Sonnenstich kommt, sollte man den Arzt verständigen oder den Arzt aufsuchen. Vorbeugend, Kopfbedeckung tragen, ausreichend trinken und sich am besten nicht zu lange in der direkten Sonne aufhalten, sondern am besten gleich im Schatten. Ich wünsche uns eine schöne Woche, auch mit viel Fußball. Dienstag Daumen drücken für die Leute, die genauso Fußballnarrig sind wie ich. Wird schon gut gehen und genießen Sie den Sommer. Wir haben lange drauf gewartet. Machen Sie es gut und vor allen Dingen bleiben Sie mir gesund. Tschüss.